Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge und einer weiteren Staffel mit unserem Medieval Dynasty. Ja, es ist da, das Winter-Update. Es ist unglaublich. Mich freut es immer besonders. Ich habe jetzt extra noch gewartet, bis es live ging. Ich will mir ungern immer das von der Beta hier runterziehen, sondern warte, bis die Tests durch sind. Und dann sollte das einigermaßen passen. Und bis dato sind wir ja nie enttäuscht worden. Okay, und ihr schreibt ja auch, das heutige Winter-Update schließt unsere diesjährige Update-Serie ab. Ist klar, das Jahr ist vorbei. Keine Sorge, wir werden 2023 mit weiteren Updates fortfahren. Ja, und was ist jetzt dazugekommen? Ich sage mal, das Wichtigste ist vielleicht hier der Schuppen am Bauernhof. Also geht nicht mehr über die Scheune, sondern wir müssen einen Schuppen bauen. Dann gibt es Reliefs fürs Haus. Dann über 20 neue Orte werden auf der Karte angelegt. Müssen wir mal schauen, was das ist. Pferd und Esel können jetzt stürzen. Jo, das sollte mal das Wichtigste hier sein. Dann wurden natürlich Fehler behoben, weil zum Beispiel manche Tiere werden hoch in die Luft geschleudert. Wenn sie in steilen Gelände getötet werden, haben wir schon festgestellt, einmal auf Tauben geschossen. Die haben wir nicht mehr wiedergefunden. Die waren da irgendwo im Nirvana verschwunden. Und was haben wir noch? Ist noch irgendwas genau? Schneemann kann man bauen, Schneebälle herstellen. Okay. Dann natürlich abgedatet nochmal Optimierung der Speichernutzung und noch ein paar Sachen. Wer es jetzt genau komplett durchlesen will, kann ja mal stoppen und das sich durchlesen. Aber ich finde es klasse, ich finde es super, wie die das immer so machen und bin weiterhin begeistert von dem Spiel. Und jetzt machen wir mal weiter hier mit unseren Punkten. Jo, das sind jetzt unsere Punkte, die wir aktuell so haben. Und als nächster steht dann an die Werkstatt 3, würde ich einmal sagen. Bienenstock dauert noch etwas länger. Jo, mehr braucht man hier dazu jetzt einmal nicht sagen, würde ich mir denken. Und jetzt gehen wir doch einmal rein ins Spiel. Und setzen wir das fort. Okay, prima. Das können wir jetzt gleich einmal schauen, was denn jetzt in der Scheune los ist. Genau, da gibt es jetzt nur mehr die Scheunenknechte. Gibt es nur mehr Scheunenknechte, die dementsprechend jetzt das Zeug herstellen. Und dann werden wir jetzt wahrscheinlich einige Leute frei haben. Genau, da sieht man schon, hier 4 Leute. Und da müssen wir doch einmal jetzt zu unseren Feldern schauen, damit das Zeug dann auch geerntet wird. Vielleicht daher. Das könnte doch passen. Schauen wir mal gleich. Landwirtschaft. Genau, den Feldschuppen. Okay, prima. Schauen wir mal, was brauchen wir denn? 8 Steine. Das machen wir natürlich möglichst schnell. Immer mal erstmal schauen, was haben wir denn überhaupt? Herbsttag 1. Okay. 8 Steine. Ja, da kann man doch gleich wahrscheinlich Holzstämme auch mitnehmen. Das ist wahrscheinlich dann auch notwendig. Ja. 5 mal, schauen wir mal. Okay, ein Holzstamm brauchen wir noch. Na du!
Okay, was brauchen wir da noch? Stöcke, Holzstamm. Stroh und Holzstamm, weil da will ich einmal schätzen. Ja, weiß nicht, das sind das jetzt vier oder was? Da auf jeden Fall zwei. Naja. Einfach noch ein paar Holzstämme mit. Jetzt muss ich einmal kurz schauen, ob ich das richtig aufnehme. Jo, passt schon. Okay. Holzstämme. Machen wir halt einmal vielleicht sechs Stück. Dann noch einmal die Stöcke. Oh, da haben wir nicht mehr so viel. Stroh. Naja, nehmen wir mal alles mit. Weil da können wir ja den Kohl dann ernten. Okay, da fehlen zwei Stöcke. Aber da soll es reichen. Jo, also zwei Stöcke. Da haben wir schon. Sehr gut. Dann können wir mal gleich hier starten. So. Blanka. Das sollte hier der Sechser sein. Wenn ich das richtig sehe. So, Arbeitsplatz. Feldschuppen. Okay. Genau, Hacke, Säckchen, Sichel. So, da schauen wir jetzt mal, ob das denn alles so passt. So, ich hoffe, man hört das Rumpeln nicht zu stark. Irgendein Nachbar scheint heute was zu basteln. So, schauen wir mal. Okay. Den Rest können wir mal zurücklegen. Jawohl, die geht jetzt hierher. Und jetzt können wir mal schauen, ob die alles haben. Okay, Hacke. Hacke passt schon mal. So, dann legen wir mal den Rest hier zurück. Hacke, jetzt schauen wir mal Säckchen. Säckchen. Ah ja, da haben wir noch genügend Säckchen. Und Sense, wo ist die Sense? Sense. Ja, da haben wir auf jeden Fall noch eine Eisensense. Okay, da können wir mal die anderen Leute noch zuweisen. Die Lorelei natürlich. In den Feldschuppen. Zack. Alles klar. Dann, wen haben wir dann noch? Drogovic. Drogovic können wir auch zuweisen. Okay. Und dann haben wir noch einen. Den Namen kann ich nicht aussprechen. Da stelle ich fest, da haben wir noch jemand frei. Okay. Also, da ist der Feldschuppen voll. Ah, da macht's hier schon, geht's hier schon los. Das ist gut. Und jetzt können wir doch einmal hier schauen. Ah, da stellen wir fest. Zu weit vom Feldschuppen weg. Ja.
Aber die werden das hoffentlich trotzdem schaffen. So, jetzt warten wir mal, bis die anderen kommen, die sich dann hoffentlich hier auch gleich beteiligen. Da können wir von dem Ding auch einmal ein Bild machen. Okay. Okay, da kommen wir wieder zwei. Zwei hoffentlich gleich fleißige. Okay, Säckchen werden jetzt gebraucht. Genau, und da wird auch schon gesät. Sehr gut. Und da wird geerntet. Auch nicht schlecht, passt. Das ist schon mal recht schön. Jetzt wollte ich noch einmal schauen, da gibt es doch auch diesen Komposthaufen jetzt. Eine Blumentöpfe. Ah, ich glaube, jetzt könnte man hier mal wieder ein bisschen lauter stellen. Okay, einigermaßen würde ich mal sagen. Schau mal, wo der Komposthaufen ist. Schnell finde ich den jetzt trotzdem nicht. Wo könnte der sein? Oder muss man erst freischalten? Aber da müsste man ja schon sehen. So, jetzt schauen wir erst einmal da rein, ob da was faul ist irgendwo. Okay, weil die Kühe sind noch Kälber. Das ist einmal das Erste. Und wir haben kein Flachshalm mehr. Okay. Ich würde sagen, die eine Werkstatt könnte man eigentlich abreißen. Die Werkstatt 1. Die braucht doch kein Mensch. Das ist die Schmiede. Werkstatt 2. Wo ist die Werkstatt 1? Hat man am Anfang vielleicht gebaut, weil wir so viel verkaufen mussten. Genau, das ist die Werkstatt 1. Okay, das war's schon wieder. Ja, da könnte man doch irgendwo dann den Komposthaufen herbasteln, wenn ich ihn finde. Das ist klar, muss man natürlich erst einmal finden. Okay. Da haben wir jetzt schon alles durch. Das ist ja bei Gewinnung. Ne? Wo könnte der sein, logischerweise? Ich weiß es nicht.
könnte ja mal vielleicht einen kurzen Stopp machen und mal schauen, ob ich das irgendwo finde. Oh, hier Pilze jede Menge. Ja, ich werde sauber gesät. Was seht ihr denn da? Ah, Weizen. Sehr schön. Ja, die werden zu viert das hier hoffentlich schaffen. Die schaffen das. Genau, und dann schauen wir gleich einmal in der Scheune, was die noch alles, ja, da sind sie momentan gut versorgt. Brauchen wir eigentlich nichts machen. Halt, das wollte ich nicht. Okay. Ja gut, jetzt brauchen sie noch nichts ernten. Also, dann machen wir es einfach so. Machen wir einen kurzen Zeitsprung und dann bin ich gleich wieder da, wenn ich weiß, wie es mit dem Komposthaufen ausschaut. Jo, und kaum sucht man etwas, habe ich es auch schon gefunden. Ist tatsächlich hier drin, unter dem Möbel, unter Verschiedenes. Hier ist der Komposthaufen. Da haben wir natürlich jetzt fehlen die vier Holzstämme. Wo laufen wir jetzt hin? Holen wir uns schnell. Holen wir uns mal die vier Holzstämme. Zack. Okay, damit ich sagen, den Komposthaufen. Stellen wir hier. Ja, ich hatte mir ein bisschen anders vorgestellt, um das ehrlich zu sagen. Okay. So, genau, jetzt haben wir es. Und jetzt schaut es so aus, dass egal was man hier reinlegt, das wird dann, glaube ich, zum nächsten Quartal zu verdorbenen. Haben wir natürlich im Moment nichts. Aber mal gut, das hier zu haben. Jo, prima. Dann ist der Tag auch schon wieder rum. Gehen wir mal kurz hier was trinken. Alles klar. Schauen wir mal zu unseren Nahrungsmitteln. Da ausschaut. Ja, sehr schön. Sitzen sie hier am Feuer. Ja, da haben wir wirklich jede Menge Fischfilet. Ja, aber ansonsten ist hier nichts Besonderes. Jetzt schaue ich einmal hier rein, was denn wir hier verkaufen bei der Nahrung. Okay, Zwiebeln verkaufen wir. Hier Fischfilet auch jede Menge. Ja, wie wär's denn? Was haben wir denn an Kohl? Kohl haben wir auch jede Menge. Wenn wir hier ein bisschen, Moment, schauen wir mal hier rein. Ja, natürlich Nahrung ist jede Menge da. Aber ich würde jetzt einfach einmal sagen, ein bisschen Kohlsuppe kann nicht schaden. Vor allem, weil das hier ja bald alles verfällt. Ich weiß gar nicht, waren es zweimal Kohl und Fleisch. Ja, und dann holen wir uns noch ein paar Schalen.
Wir werden es dann vermutlich auch nicht werden. Gehen wir einfach einmal hierher. Achso, schlafen könnte man hier. Nee, das wollen wir natürlich nicht. Dürfen wir mal hier rein. Okay, 7 Kohlsuppe können wir. Na gut, und mit diesen Bildern ist dann die erste Folge schon wieder rum. Und dann werden wir in der nächsten Folge mal nochmal schauen, was es alles Neues zu entdecken gibt. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Danke fürs Zuschauen. Tschüss.